Eine Bombe aus dem Biokampfstoff Rizin, hergestellt in Köln-Korweiler. Fast bereit für den tödlichen Einsatz. Im Juni schlagen die Ermittlungsbehörden zu und verhaften Sief Ala H. Heute lässt der Generalbundesanwalt auch seine Frau festnehmen. Sie soll beim Einkauf der Bombenteile geholfen haben. Auch wenn ich früher relativ gelassen war, was Anschlagsvorbereitungen anging, und ich immer den Eindruck hatte, wir haben die Lage im Griff, hat mich dieser Fall, muss ich sagen, wirklich alarmiert. Der Verfassungsschutzchef sieht in der Bombe von Köln eine neue Qualität. Bei der Vorstellung seines Berichts für 2017 macht er heute klar, die Gefahr von islamistischen Terroranschlägen ist weiter groß. Die Zahl der radikalen Salafisten stieg von 9.700 auf 10.800. Als Gefährder und potenzielle Attentäter sehen die Behörden 774 davon, so viele wie noch nie. Im Bereich Salafismus sehen wir von Jahr zu Jahr die wachsenden Zahlen. Wir weisen darauf hin, wir weisen, dass es an den 4M liegt. Junge Männer, muslimisch, Migrationshintergrund, Misserfolge in Schule und Beruf. So, aber wir können es nicht ändern. Der Verfassungsschutz beobachtet nur. Die Präventionsarbeit muss von anderen kommen. Doch Horst Seehofer gesteht ein, dass es damit große Probleme gibt. Und wenn man sich dann damit näher beschäftigt, dann kann man nicht sagen in der Bundesrepublik Deutschland, dass wir hier schon gut sind. Es ist viel geschehen, das will ich nicht bestreiten, aber wir können nicht sagen, wir haben die Dinge im Griff. Da will er jetzt nachbessern und deutet zudem an, mit dem Bund die Abschiebungen von Gefährdern künftig zentral zu übernehmen. Doch Islamisten sind längst nicht das einzige Problem des Verfassungsschutzes. Waffen, selbst ausgestellte Pässe. Reichsbürger lehnen die Bundesrepublik und ihre Institutionen ab. Die Szene wächst rasant. 2016 ging der Verfassungsschutz von 10.000 Reichsbürgern aus, mittlerweile zählt er schon 18.000. Waffennarren mit Berührungspunkten nach rechts. Auch der NRW-Verfassungsschutz machte schon deutlich, die Szene hat eine gefährliche Nähe zur Gewalt. Aus Sicht der Polizei fallen natürlich besonders die Straftaten, die in diesem Bereich begangen werden, ins Auge. Aber wir beobachten natürlich mit großer Sorge, dass die Gesellschaft an ihren Rändern beunruhigenderweise aus der Balance gerät. Eine Gesellschaft aus der Balance. Und radikale Gruppen, die nur eint, dass sie den Staat ablehnen. Viel Arbeit, nicht nur für den Verfassungsschutz.